habe Carsten im Jahr 2008 bei einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt. Und dann kam mit Marcel die Idee auf, das Emerald Road Race hier auf Mallorca aus der Taufe zu heben. 2009 ging es dann an den Start, in 2 Tagen um die Insel. 320 Kilometer und 4000 Höhenmeter waren schon sehr anstrengend. Deswegen haben wir uns 3 Jahre später entschlossen, Sternfahrten anzubieten und das in verschiedenen Leistungsklassen. So haben wir mehr Leute mitnehmen können und waren sofort mit 30 Teilnehmern am Start. In den letzten Jahren sind dann immer mehr Profis dazugekommen. Team Dimension Data, Hanka Kupfernagel, André Greipel. Und wir freuen uns jetzt hier mit über 50 Teilnehmern auf das 10. Jubiläum des Road Race. Das diesjährige Road Race steht unter dem Motto Meet the Legends, trifft die Legenden. Wir haben Hanka Kupfernagel, 8-fache Weltmeisterin, und André Greipel, einen der schnellsten Männer von diesem Planeten. Das Besondere am Road Race für mich ist, dass man Business-Kontakte im ganz anderen Umfeld kennenlernt. Der übliche Visitenkartenaustausch bei Netzwerkveranstaltungen ist auf dem Bike etwas herausfordernder. Aber das macht nichts, denn man hat genug Zeit, sich sowohl geschäftlich als auch privat auszutauschen. Die Profis und Guides sind eine sehr, sehr coole Truppe. Die sind so nahbar für dich als Teilnehmer, dass das für dich als Radsportfan eine absolute Bereicherung ist. Die Leistungsstärke der Teilnehmer ist dieses Jahr ganz unterschiedlich. Aber eins kann man sagen, selbst die, die wenig Kilometer in den Beinen haben, haben sich hier richtig gut durchgebissen. Mein Highlight war ganz klar die Bergetappe. Und besonders toll fand ich es, dass die Leute extra eine Damenwertung hatte, wodurch ich dieses Trikot gewonnen habe. Sehr stark fand ich auch am ersten Tag, wie weit wir geradelt sind und wie schnell wir waren. Mallorca ist eine fantastische Location für ein Event wie dieses. Wir haben regelmäßig sehr stabile Wetterverhältnisse. Wir haben fantastische Straßenbedingungen und sehr viel Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Das unterscheidet Mallorca für mich von fast allen anderen Destinationen. Für mich war es eine Ehre, einfach dabei zu sein. Das hat mich sehr beeindruckt, dass die Leute sich untereinander schon so gut kannten. Wir hatten viel Spaß, neue Strecken kennengelernt. Der Zusammenhalt in der Gruppe war fantastisch. Also wer nicht dabei war, selber schuld.